Das ist der Hof Rose in dem kleinen Ort Altenmedingen am nordöstlichen Rand der Lüneburger Heide. Alte Bauernwälder, weitläufige Weide- und Ackerflächen prägen die Landschaft im Tal der Ilmenau. Es ist Juni, der Beginn eines hoffentlich schönen Sommers. Sabine von Borries führt das Feriendomizil Hof Rose. Mit den getrockneten Lavendelblüten vom Vorjahr will sie Duftsäckchen für ihre Gästezimmer nähen. Dabei hilft ihr Resi, die gute Seele vom Rosehof. Für die Lavendelsäckchen hat sie ihre selbst umhäkelten Taschentücher und alte Kissenbezüge mitgebracht. Und auch die Taschentücher. Ja. Und das schöne Kopfkissen mit der Stickerei. Können wir das jetzt mal zuschneiden. Legen wir einmal dieses Tuch da drauf, hier dieses Taschentuch. Die umhäkelte Kante des Taschentuchs soll später aus dem duftenden Baumwollbeutel herausragen. Hier mal ein bisschen weg. Dann haben wir nämlich diese schöne Kante hier. Mhm. Hier mal ein bisschen weg. So, ein bisschen mehr. So. Resi schneidet den Baumwollstoff für das Lavendelsäckchen zu. Hier auch noch mal einmal ein bisschen. Jetzt kommen endlich die schönen Konfirmationstaschentücher zu Ehren. Ja. Zeitalter von Papiertaschentüchern. So, dann haben wir das. Und dann können wir das so zusammenlegen. Und dann nähen wir das einmal hier rum. Hier und dann kommt hier oben das, kommt der Lavendel da rein. Meine Schwiegermutter nimmt sich auch immer ihr Lavendelkissen, wenn sie nicht schlafen kann. Ja? Das hilft. Sie schwört da drauf. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Ja. Ich kann die ja sonst einfädeln schon mal. Ja. Mach mal die andere Nadel, das ist besser. Resi umsäumt den Stoff mit einfachem Rückstich und näht die Seitenteile zusammen, sodass ein Beutel entsteht. Baumwolle oder Leinenstoffe eignen sich besonders dafür, weil sie luftdurchlässig sind und sich das Lavendelaroma so gut entfalten kann. Halte ich hier mal das Säckchen auf. Ja. Nicht so schnell, Resi. Nee, das geht. Ja, okay, dann füllen wir mal. Nee, ein bisschen langsamer. Ich muss erstmal füllen. Die feiner gewobenen Konfirmationstaschentücher nehmen die trockenen Blüten auf und verhindern, dass Blütenkrümel später aufs Kopfkissen rieseln. Sieht das süß aus. Halt sie fest, bitte. Na? Vielleicht, dass wir erstmal das Band da umbinden. Mhm. Oh, das wird damit das erstmal zuhält. Schön festhalten. Wir haben sogar die Mitte. Mhm. Der Vorteil ist ja auch, dann kann man das immer wieder aufmachen und den Lavendel austauschen. Ja, genau. Wobei mir eine Freundin erzählte, mit einem ist feuchten Tuch dämpfen, dann entwickeln die ätherischen Öle wieder ihre So, jetzt müssen wir das ein bisschen auseinanderziehen noch. Super, guck mal. Im Volksmund ist der Lavendel auch bekannt als Nervenkraut. Der Duft der Blüten wirkt beruhigend. Und damit sich die neuen Hofgäste besonders gut entspannen und erholen können, verteilt Sabine die selbstgenähten Duftsäckchen auf den Betten der Ferienwohnungen. Lavendel duftet nicht nur gut, er vertreibt auch noch lästige Insekten wie Motten und Mücken. Der typische Niedersachsenhof Rose ist seit fast 400 Jahren in Familienbesitz. Sabines Mutter hat den landwirtschaftlichen Betrieb in den 70ern zu einem ländlichen Gästehaus umgewandelt. Vor über 20 Jahren haben Sabine und ihr Mann den Hof übernommen und die Nebengebäude und das Haupthaus weiter ausgebaut. Sabine macht sich auf zum benachbarten Scharnhobhof, um ihre Tante Ma Anne zu besuchen. Auf dem Weg zur Tante liegen gewaltige Findlinge. Es sind Hünengräber aus der Jungsteinzeit, die mehr als 5000 Jahre alten sogenannten Königsgräber von Hassel. Für Sabine ein ganz besonderer Platz ihrer Heimat und ihrer Jugend.
diesen Ort hier, den liebe ich sehr. Das sind die Hühngräber von Hasel. Hier habe ich in meiner Kindheit, Jugend ganz oft bin ich hierher geritten, habe das Pferd grasen lassen, habe mich hier hingelegt. Und ich finde, diesen Ort umgibt etwas Mystisches. Und meine Großmutter Amanda stammt aus Altenmeding, mein Großvater Heinrich aus Niendorf. Und das waren ja so Zeiten, da durften junge Mädchen noch nicht alleine weggehen. Und Amanda hat dann immer ihren Eltern erzählt, ich gehe mal zu den Hühngräbern spazieren. Und hier wurde sich heimlich getroffen und vielleicht auch so, wurde ein bisschen mehr draus. Auf jeden Fall entstanden dann 6 Kinder aus der späteren Ehe. Sabine hat in der Stadt und im Ausland studiert und gearbeitet. Die Entscheidung, zurück in ihre Heimat und wieder aufs Land zu ziehen, hat sie noch keinen Tag bereut. Der Scharnhobhof liegt knapp 3 Kilometer vom Rosehof entfernt. Beide Höfe gehörten den Großeltern Heinrich und Amanda Rose. Sie wissen schon, die beiden von den Hünengräbern. Eins von ihren 6 Kindern ist die heute 98 Jahre alte Tante Ma-Anne. Hallo Tante Ma-Anne, gucke mal, was ich mitgebracht habe. Ist das nicht schön? Aus unserem Garten. Tag. Oh, die Sonne scheint. Guten Tag, meine Cousine Biene. Hey Jürgen. Moin. War schön, dass du wieder miteinander bist. Ja, ne? Mit dem und so schöne Blumen hast du mitgebracht. Oh, sind die nicht für mich schön. Oder für Mutter? Für dich, Jürgen. Nur für dich. Das habe ich mir gedacht. Ja. Dankeschön. Lass uns mal losmarschieren. Cousin Jürgen, Ma-Annes Sohn, betreibt auf dem Scharnhobhof ein kleines Heimat- und Treckermuseum. Seit mehr als 30 Jahren sammelt der pensionierte Landwirt alte Traktoren und bringt sie wieder zum Laufen. Sein Lieblingsstück und ganzer Stolz ist ein alter Normag von 1938 mit satten 20 Pferdestärken. Der Oldtimer weckt bei ihm ganz besondere Erinnerungen. Das ist mein Lieblingstrecker aus dem einfachen Grunde, weil Vater den gleichen hatte. Und ich war damals 3 Jahre, durfte schon mitfahren. War was Besonderes. Und das ist meine Jugend, meine Kinderzeit gewesen. Und ich habe sogar den Konstrukteur noch kennengelernt in Nordhausen. Der Norma kommt ja aus Nordhausen. Und das war ein besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Und deswegen ist es einfach mein Lieblingstrecker. Und er bleibt auch mein Lieblingstrecker. Vierzig Oldtimer stehen in der Scheune von Jürgen. 11 bis 55 PS stark. Der älteste ist der Normag. Viele Bauern überließen ihm ihre alten, verrosteten Traktoren, die Jürgen dann mit Liebe, Leidenschaft und Kenntnis wieder auf Vordermann gebracht hat. Jetzt sehen sie nicht nur wieder aus wie neu, sie funktionieren auch so. Das ist meine Kindheit. Meine Kindheit, ich bin mit den Treckern aufgewachsen, haben mich als Kind schon fasziniert. Ich bin ein reiner Techniker. Ich musste früher schon alles, was ich in die Finger bekam, auseinanderschrauben und bis zum Kurzschluss machen, dass die Elektriker nicht fanden, wo ist wohl der Kurzschluss passiert. Und das fasziniert mich einfach. Diese normale, einfache Technik, die für mich also lebt. Und die Klänge dieser Motoren sind für mich Musik. Jürgens Mutter, Ma-Anne, die eigentlich Marianne heißt, ist mit ihren fast 100 Jahren ein echtes Phänomen. Jede Woche bäckt sie ihren Butterkuchen nach einem uralten Rezept. Eine Frau Meier aus Medingen hatte mal so einen schönen Butterkuchen und sagte uns von dem Öl und von dem Ei da drin. Und das habe ich dann nachgemacht. Dieses Butterkuchenrezept ist seit vielen Jahren unverändert. Für den Vorteig hat Tante Ma-Anne Hefe, Butter, Zucker und etwas Salz in warmer Milch aufgelöst und verrührt alles mit dem Mehl, in das sie vorher Öl gibt. Am Ende streut sie noch Mehl und Zucker über den Teig und stellt ihn eine Viertelstunde zugedeckt an einen warmen Ort, damit er später schön locker wird. Ma-Annes Geheimtipp:
Am besten noch ein Kissen drauf, damit es der Teig schön warm hat. Meine Schwiegermutter hat immer die besten Butterkuchen gebacken. Und dann gab das so am großen Tisch von dem Butterkuchen, immer von meiner Schwiegermutter. Maanne macht diesen Butterkuchen schon so lange, da sitzt jeder Handgriff aus dem FF. Der perfekte Hefeteig. Meine Nase lockt. Der Teig ist gut aufgegangen und Maanne verteilt ihn auf dem eingefetteten Backblech mit der eingemehlten Teigrolle, wo er dann noch einmal kurz gehen darf. Und damit er im Backofen schön gleichmäßig backt, drückt Maanne an den Seiten den Teig aufs Blech an und sticht dann mit der Gabel auch noch Löcher hinein. Dann kommt ordentlich weiche Butter auf den Hefeteig. 7 Hände voll Zucker kommen hier jetzt drauf. Gemischt mit einem Päckchen Vanillezucker. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen muss die süße Pracht nun 20 Minuten backen. Im Juni zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Auf Feldern und Wiesen finden sich jetzt Schätze, die uns eine Menge zu bieten haben. Akelei, Waldmeister, Hahnenfuß und vieles mehr. Wir besuchen die Kräuterexpertin Rita Lüder. Sie weiß die Natur zu schätzen und auch zu nutzen. Die Natur ist für mich meine Kraftquelle, Inspiration und Genuss. Ich glaube, es ist sehr schwer, ohne die Wurzeln in der Natur zu finden, Zufriedenheit und Ruhe zu haben. Aber die Natur hat noch mehr zu bieten als Ruhe. Zum Beispiel hier, den Wegerich. Wie der Name schon sagt, finden wir ihn am Wegesrand. Im Sommer hilft er bei kleinen Verletzungen und Mückenstichen. Wenn ich einen Mückenstich habe, das kommt leider oft vor, gibt fast überall Wegerich, dann nehme ich den als erste Hilfe am liebsten. Ich nehme ein Blatt von dem Wegerich und drehe das zusammen, sodass man an den Presssaft kommt. Weil man muss schon den Presssaft haben, damit es helfen kann. Da rolle ich den so kompakt zusammen und drehe ihn so lange zwischen meinen Fingern, das kann manchmal recht lange dauern, je nachdem wie frisch und saftig er ist, bis Saft kommt. Und das wird dann auf den Mückenstich aufgetragen. Man sieht dann ein bisschen grün aus, aber das hilft auch sehr gut. Man kann das Blatt nochmal wieder auffalten und habe dann ein Naturpflaster. Auch für Insektenstiche, aber auch für kleine Verletzungen, weil es antibiotisch ist und entzündungshemmend. Und das kann ich dann auf verletzte Hautstellen aufbringen und habe gleich meinen Verband. Für alle, die Wegerich nicht immer gleich zur Hand haben, empfiehlt Rita Lüder, sich jetzt zu Beginn des Sommers eine Tinktur herzustellen. Die Heilpflanze kleinschneiden, das Gefäß zu einem Drittel damit befüllen und mit 70%igem Alkohol aufgießen. Ohne direkte Sonneneinstrahlung 4 bis 6 Wochen stehen lassen, damit sich der Wirkstoff voll entfalten kann. Auch der Frauenmantel hat eine wohltuende, heilsame Wirkung. Aus ihm lässt sich eine straffende, die Haut beruhigende Gesichtsmaske herstellen. Den Frauenmantel finden wir auf feuchten Wiesen, aber auch an Gräben und Wegesrändern. Unverwechselbar durch seine besondere, faltige Blattform mit den gezackten Rändern.
Ja, Frauenmantel, das ist einmal dieses Weiche und man kann sich auch vorstellen, wie ein Mantel, so umhüllt sie das. Und sie ist auch der Göttin Freya, einer germanischen Göttin, geweiht. Und die soll schützend um die Liebe und die Weiblichkeit wie ein Mantel ihre heilende Kraft gelegt haben. Für die straffende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske werden die Blätter kleingeschnitten und mit einem Viertelliter Wasser aufgekocht. Dann muss das Ganze für 10 Minuten ziehen und wird wie ein Tee abgeseiht. Und jetzt brauchen wir ein Eiweiß. Das heißt, das Ei wird aufgeschlagen und das Eigelb getrennt. Jetzt nehmen wir den ausgekochten Frauenmantel, 1 bis 2 Esslöffel, und geben den zu dem Eiweiß. Die exakte Dosierung wird im Prinzip durch das Mehl bestimmt. Das heißt, das sind auch 1 bis 2 Esslöffel. Die genaue Menge entscheidet sich, wenn man es verrührt. Weil Eiweiß ist immer mal größer. Das heißt, man kann nie ganz genau sagen, wie viel das genau ist. Und natürlich ist auch jeder Esslöffel unterschiedlich groß. Und das Ganze muss so vermengt werden, dass man es gut auf die Haut auftragen kann. Ich mache das jetzt hier mal exemplarisch. Die Wirkung ist einmal auch entspannend, pflegend, aber auch straffend. Das Ganze muss jetzt eine Viertelstunde einziehen. Und dann kann man es, dann ist die Feuchtigkeit in die Haut eingezogen und natürlich auch verdunstet. Dann kann man es abziehen und dann sollte man das Gesicht einfach nochmal mit lauwarmem Wasser nachspülen. Auch andere Pflanzen können der Pflege von Haut und Haar dienen. Zum Beispiel der Schachtelhalm, auch Zinnkraut genannt, weil man damit früher vor allem Zinngeschirr geputzt hat. Die Pflanze gibt es schon seit Millionen von Jahren und ist jetzt auf feuchten Äckern und Wiesen zu finden. Das ist nicht unbedingt ein Genuss, weil der hat nicht sehr viel Eigengeschmack, aber der ist sehr gesund. Einmal ist er für Bindegewebe, also wenn man mit den Nägeln oder auch mit den Haaren oder Knochen, Struktur letztendlich. Der enthält sehr viel Kieselsäure. Das fühlt man auch schon, wenn man ihn anfasst. Das ist ein klassischer Heiltee. Auf einen halben Liter Wasser gibt man 8 gehäufte Teelöffel frisch geschnittenes Zinnkraut. Das muss jetzt einmal richtig aufkochen. So. Und dann muss es ziehen, und zwar 30 Minuten lang. Sieht gut aus, ja. Jetzt kommt es durch ein Sieb. Man möchte ja die ganzen krümeligen Bestandteile nicht mittrinken. Rita Lüder empfiehlt als Kuranwendung 3 Tassen am Tag über 4 bis 6 Wochen. Aus der doppelten Menge, also 16 Teelöffel Zinnkraut, bereitet die Kräuterexpertin jetzt eine Haarkur. Die bewirkt, dass das Haar kräftiger wird. Einmal von innen natürlich der Haaraufbau durch die Kieselsäure und das Anregende auch auf die Kopfhaut, aber auch die Stabilität selber. Die Haarspitzen werden kräftiger und sie fühlen sich auch angenehmer an. Die Haarkur muss nicht ausgespült werden, sollte aber immer frisch zubereitet sein. Alle Rezepte finden Sie wie immer im Internet und Videotext. Zurück auf dem Scharnhubhof. Auf Tante Maannes Dachboden finden sich viele Familienstücke, die an vergangene Zeiten erinnern. Die Fahrräder von den Großeltern Amanda und Heinrich. Ihre ersten Waschmaschinen, die noch per Hand betrieben wurden und die erste eingebaute Trockenwalze hatten. Auch alte Spinnräder, auf denen man früher Wolle von den eigenen Schafen gesponnen hat. Und der Webstuhl von Tante Maanne. Der Dachboden ist eine wahre Fundgrube mit vielen Haushalts- und Landwirtschaftsgeräten aus über 100-jähriger Familientradition. Hier gibt es immer wieder etwas Neues, Altes zu entdecken. Nicht nur für Sabine eine Zeitreise. Tante Maanne ist die Schwester meines Vaters, hat mich mit großgezogen, hat bei uns auf dem Hof gelebt. Sie war unglaublich fleißig und hat meine Kindheit und mich sehr geprägt. Das sind Frauen, das ist eine Generation. Nicht so toll. Die man, doch, ich finde, das hast du verdient, die man wirklich mal hervorheben muss, die wirklich ganz bescheiden gelebt haben, viel gearbeitet haben. Und so wird man 98 und möglichst noch 110.
Ja, hier hängen die schönen halbseidenen Sachen. Die halbseidenen Sachen. Was ist das denn? Das ist auch eine Unterhose. Hat zwei Beine. Zwei Beine und in der Mitte ist nichts. Das hat den Toilettengang ersetzt. Ja. Die das ist Frauen ja unglaublich. Mussten ja aufs Feld, die konnten sich auch nicht hinsetzen hinterm Busch. Ja. Ach, während der Feldarbeit haben die dann einfach ihre Beine auseinandergestellt und brauchten sich nicht hinzusetzen. Oh nein. Diese Schüssel ist schön. Sowas brauchen wir. Ja. Da kommt das Moos rein und die Pfingstrosen. Darf ich die mitnehmen? Die darfst du mitnehmen. Oh, schön. Ja, die ist optimal. Aus alten Dingen etwas Neues schaffen. Das ist Sabines Lieblingsbeschäftigung. Für jede Jahreszeit hat sie immer wieder neue Ideen. In der alten Porzellanschüssel, die sie auf dem Dachboden gefunden hat, will sie ein Gesteck aus Moos, Akelei, Blattwerk, Pfingstrosen und Hortensien für Tante Maanne arrangieren. Das Moos hat Sabine frisch in Tante Maannes Garten gestochen. So ist es noch schön feucht. In den Mooshügel steckt sie Reagenzgläser mit Wasser. Der nächste Schritt ist eben die Reagenzgläser, die man sich vorher in der Apotheke besorgt. Ungefähr 50 Cent das Stück, das ist nicht so die Welt. Alles, was im Juni gerade blüht, kann verwendet werden. Dadurch, dass man das Moos immer wieder feucht hält, wird das auch nicht trocken. Und in die Reagenzgläser steckt man dann immer neue frische Blumen. Und das ist jahreszeitenabhängig. Da das Moos schön nass ist, kann man Zweige und Ranken auch einfach so hineinstecken, ohne dass sie vertrocknen. Inzwischen ist auch der Butterkuchen fast fertig. Tante Maanne streicht den ofenwarmen Kuchen mit Eigelb und Sahne ein, damit er appetitlich glänzt. Den Butterkuchen lässt sie noch kurz abkühlen, bevor sie ihn aufschneidet und ihrer Nichte Sabine serviert. Tante Maanne. Ist wunderschön. Ist das nicht schön? Wunderschön. Das ist die Waschschüssel. Nun habe ich Moos drin, das kann man immer begießen. Und Reagenzgläser. Und wenn eine Blume vertrocknet ist, dann kannst du eine neue aus deinem schönen Garten da reinstecken. Und das hält ewig. Das ist so schön praktisch. Und ab und zu alles mal begießen. Ach, diese Farben, die Blumen. Schön, nicht? Alles aus unserem Garten. Sabine wünscht sich für ihren Gemüsegarten auf dem Rosehof einen Erdkeller, in dem sie ihr frisches Sommergemüse kühl lagern kann. Ehemann Christoph und Sohn Jonathan haben auch schon einen Plan. So, lass uns mal gucken. Ich denke, hier in der Ecke ist das ganz gut. Ja, hier ist es immer ganz schattig, das ist besser. Ja. Da bleibt es kühl. Ja. Stell mal die Tonne hier hin. Und dann am besten einmal außen rum. Guck mal, hier mit den Bäumen, das passt ganz gut, ne? Okay. Ja, dann lass mal machen. Steckst du mal einmal außenrum ab, dann haben wir das Maß. Mhm. Ne? Dadurch, dass du Gemüse, Kartoffeln, Äpfel, alles unter die Erde bringen kannst quasi, nimmt es die Erdfeuchte an und das bleibt wunderbar lange frisch. Die beiden arbeiten am liebsten mit alten Dingen. Anstatt sie wegzuwerfen, nutzen sie sie für neue Ideen.
Zum Bau des Erdkellers wird die Trommel von einem alten Wäschetrockner aus Edelstahl verwendet. Die ist rostfrei, das ist der große Vorteil, und hat Löcher, sodass die Erdfeuchtigkeit auch rein kann. Und die vergraben wir in der Erde, und zwar so, dass sie ein kleines Stück noch rausguckt, damit der Deckel oben dicht abschließt. Der darf nicht auf der Erde liegen, sondern der muss auf der Tonne liegen. Wie tief muss denn das Loch am Ende ungefähr sein, damit es richtig durchkühlt unten? Du, das siehst du hier auch an der Trommel, also ich denke mal so 60 cm. Hauptsache es ist eben erdkühl und dunkel durch den Deckel, und dann reicht das auch. So. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ja, hier passt es jetzt auch. Ja. Also das hier mit dem Bauen und dem Umgang hier mit den ganzen Werkzeugen, das habe ich eben gelernt, weil ich schon so ungefähr vorm Schnuller einen Hammer in die Hand gekriegt habe. Und schon seitdem ich laufen kann, immer bei meinem Vater mitlaufe und hier überall mitarbeite und anpacke. Und seitdem habe ich das eben schon lange gelernt. Jetzt liegt der Deckel auch nicht mehr auf dem Rasen. Genau. Ja, sehr schön. Dann kippen wir jetzt noch, so können wir es lassen. Noch an den Rand ein bisschen Sand, damit das fest sitzt. Genau. Und dann sind wir fertig. Ja. Gut. So, es kommt noch ein bisschen Sand unten rein, ja, damit keine Würmer von unten da durch die Löcher kommen. Die mögen nämlich keinen Sand. Nee. Und das hält das Ganze so ein bisschen feucht. So, das reicht schon fast, ja, oder? Jetzt müssen wir eigentlich den Rand hier noch ein bisschen sauber kratzen, damit da nichts reinkrabbeln kann. Ja, das macht ja der Deckel. Der Deckel liegt nachher drauf und hält das ja dicht, ne? Im Erdkeller bleiben die ersten Möhren aus Sabines Gemüsegarten lange frisch. Apropos Garten. Auch diesen Monat sind wir wieder in Uelzen in der Lüneburger Heide. Für viele ist der Juni die schönste Zeit im Garten. Leuchtende Blütenfarben, frisches, sattes Grün, wohin das Auge schweift. Allerdings auch jede Menge Arbeit. Bei unseren gartenbegeisterten Bekers wird jetzt erledigt, was zum Teil schon im Winter geplant wurde. Ole will Beetlücken schließen und Stauden pflanzen. Seine Mutter Trulla Beker hat sich vorgenommen, den Gemüsegarten zu pflegen. Dafür sammelt sie im angrenzenden Waldstück langstieliges Wildkraut. Wie hier den Farnwedel oder eine ihrer anderen Lieblingswildpflanzen, die Brennnessel. Mit dem Grünzeug möchte Trulla Beker ihr Gemüsebeet abdecken, also mulchen. So entwickeln sich Salate, Kohl und die im April gesetzten Kartoffeln am besten. Extrem wichtig, ganz besonders im Biogarten, weil das Bodenleben sehr gefördert wird. Feuchtigkeit wird gehalten, und beim Platzregen oder überhaupt bei Regen verschlemmt der Boden nicht. Und ich kann mir das Hacken nach dem Regnen total sparen. Die grüne Mulchschicht muss dicht sein. Nur so funktioniert die Beschattung. Auch Rasen- oder Staudenschnitt kann man zum Mulchen nutzen. Positiver Nebeneffekt: Unkraut mag keine Brennnesseln und wächst unter der Schicht nur schlecht. Heißt, weniger Jäten. Auch wenn das Beet so nicht besonders schön aussieht. Das ist Ansichtssache. Früher habe ich das auch gedacht. Da musste alles schön blitzeblank sein. Aber davon bin ich vollkommen abgekommen, weil ich weiß, wie gut den Pflanzen das tut. Und wenn man sich das in der Natur im Wald anschaut, da ist auch ein dichter, brauner Blätterteppich. So wird hier das Farn und Brennnesseln werden auch, geben einen wunderbaren braunen Brennnesselteppich oder Mulchteppich. Und das schöne neue Grün wächst durch. Das sieht auch sehr schön aus. Sogar Rhabarberblätter nutzt Trulla Beker als Mulchmäntelchen für die zarten Kohlsprösslinge. Wichtig ist allerdings, dass die Mulchpflanzen selbst nicht krank sind oder schon Samen gebildet haben. Denn Brennnesseln beispielsweise möchte man ja nicht im Gemüsebeet haben. Ole will seine Stauden pflanzen. Der Gartenboden sollte dafür völlig unkrautfrei sein. Besonders hartnäckige Kandidaten wie Quecke und Girsch sind später kaum mehr zu entfernen. Sie können kleinere Stauden völlig überwuchern, weil sie sich schnell und stark ausbreiten. Also vor dem Pflanzen ruhig zweimal jäten. Ich habe ja schon einmal im Frühjahr hier alles wunderbar sauber gemacht.
Und es ist der Normalfall, dass die Unkräuter, die Ungräser, die hier vorher noch gestanden haben, sich schon versamt haben. Und ich warte ganz bewusst, bevor ich pflanze, auf diese zweite Generation, die ich jetzt natürlich viel besser entfernen kann, wenn die Pflanzen noch nicht stehen. Außerdem will Ole den Boden vorm Pflanzen mit Ton- und Steinmehl versorgen, das er mit Kompost vermengt. Das Tonmehl sorgt dafür, dass ein leichter Sandboden Wasser und Nährstoffe besser halten kann. Steinmehl liefert Spurenelemente und der Kompost organisches Material für kräftigen Pflanzenwuchs. Aufs Kalken allerdings verzichtet Ole. Auf Verdacht würde ich meinen Garten nie kalken, und zwar nicht ohne vorher den Säuregrad des Bodens gemessen zu haben. Außerdem, ich weiß, mein Boden hier ist schwach sauer, und mit Tonmehl und Steinmehl füge ich schon Kalk natürlichen Ursprungs zu. Das reicht völlig aus. Also erst Säuregrad messen und dann, wenn nötig, kalken. Unterdessen erledigt Trulla Beker eine Arbeit, die sie sich schon seit dem vergangenen Sommer vorgenommen hat. Sie möchte Stangenbohnen säen. Die dürfen immer erst nach den Eisheiligen in den Boden, weil sie frostempfindlich sind. Fürs Pflanzen mischt die Gärtnerin Blumen mit gewöhnlicher Gartenerde, weil ihr die Blumenerde zu stark gedüngt ist, Bohnen aber nur wenig Nährstoffe brauchen. An diesen Stangen soll das Gemüse emporranken. Trulla Beker nutzt Haselnussgärten dafür. Eigentlich könnten die Bohnen ja auch direkt in den Gartenboden gesät werden, aber die Kübel haben einen besonderen Sinn. Das mache ich, weil ich Pech hatte. Mehrere Jahre hintereinander wurden die einfach nicht, standen wunderbar, und auf einmal war Schluss. Und habe ich nachgebuddelt, und das sind so kleine weiße Mistviecher, Wurzelläuse. Dran, die haben an den Wurzeln gesaugt und plötzlich war Schluss, gerade als ich ernten wollte. Und jetzt versuche ich das einfach mal im Kübel. Und dann stelle ich mir die auf die Terrasse. Wenn ich zwei habe, einen links, einen rechts, sieht das auch nett aus, denke ich mal. Auch Balkongärtner können auf diese Weise Bohnen anpflanzen. Das Beet besonders zur Blütezeit gleichmäßig feucht halten. Mal sehen, ob es mit Trulla Bekers Bohnenernte in diesem Jahr ohne Mistviecher besser klappt. Der Juni macht Lust auf einen langen Gartensommer. Um nicht nur jetzt, sondern auch später im Jahr ein schönes Bild im Garten zu haben, macht sich Ole daran, seine neuen Stauden an ihrem Standort zu verteilen. Wie diese Mexiko-Nessel. Beim Pflanzenkauf finde ich es immer sehr wichtig, wenn man nicht nur auf die Blüte guckt, sondern wenn man nicht vergisst, dass das Laub eben auch eine wichtige Rolle spielt. Wir sehen das hier beim Allium sehr schön. Vom Laub her ist er nicht besonders schick. Und unser Ablenkungsmanöver ist hier diese Mexiko-Nessel. Ein wunderschönes Laub, sehr aromatisch noch dazu. Und dann blüht sie im Juli, August noch wunderbar nach, wenn der Allium schon durch ist. Und das Gleiche finden wir in einer gelungenen Gestaltung immer wieder. Wenn wir uns hier die Fasanspiere anschauen, zusammen mit dem Frauenmantel, ein wunderbarer Kontrast. Das passt toll, auch wenn die Fasanspüre nicht blüht. Die Stauden beim Pflanzen gut andrücken. Sie brauchen Bodenschluss, um anwachsen zu können. In den kommenden Sommerwochen ist die Wasserversorgung wichtig, damit die grüne Pracht sich gut entfalten kann. Alle Tipps wie immer im Internet und Videotext. Zurück zur Familie von Borries nach Altenmiedingen. Heute will Sabine von hufeigenem Rind und Schwein Bratwürste machen, aus dem Rezeptbuch ihrer Großmutter. Ich betrachte dieses Buch als einen ganz großen Schatz, den uns unsere Großmutter hinterlassen hat. 1908 hat sie das niedergeschrieben, und so liebevoll, weil ich wirklich ganz, ganz viele Anregungen finde und diese Rezepte eben der heutigen Zeit anpasse. So, dann kommen die Kräuter an die Bratwurst. Das Hack, halb Schwein, halb Rind, verfeinert Fleischer Schulz mit Oregano, Rotwein und weißem Balsamico. Ganz wichtig.
Balsamico. Ja. So, jetzt kommen noch die Gewürze. Dann würzt er das Fleisch nach Omas Rezept mit weißem Pfeffer, Salz, süßem Paprikapulver, etwas Lorbeerpulver, frischem Knoblauch und mischt alles kräftig durch, bevor es zur Wurstmaschine geht. Die 10 Kilo Hackfleisch reichen für ca. 100 Bratwürste. Man kann aber auch kleinere Mengen zu Hause selbst herstellen. Hackfleisch würzen und mit einer Kuchenspritze in Darmhaut füllen. Die bekommt man beim Metzger. Fleischermeister Schulz nimmt dafür Naturdarm und hat natürlich eine professionelle Wurstmaschine. Sehr gut. Knoten rein. Oh ja, ganz wichtig. Sonst hat man ein Problem. Dann kommt die Wurst hinten wieder raus. Wusch! Und dann ist nichts mehr mit Kräuseln. Ja. Guck mal, einmal rechts rum, einmal links rum, damit sich die Wurst nicht mehr auftreten. Ne? Und wenn die jetzt so frisch ist und ich die jetzt durchschneiden würde, die muss erstmal ein bisschen ruhen, oder? Die muss ein bisschen ruhen, dann wird sie etwas fester, gibt das Salz auch und dann. Ja. Ich freue mich schon richtig aufs Grillen. Zu den hausgemachten Grillwürstchen gibt es einen knackigen Sommersalat von der Wiese. Was für andere lästiges Unkraut ist, wird bei Sabine gegessen. Mit einem Kamm erntet sie Gänseblümchen und vermeidet so, dass sie die Wurzeln mit rausreißt. Damit ist immer für Nachwuchs gesorgt. Neben den Gänseblümchen kommen noch Dreiblatt, auch Girsch genannt, Hornfeilchen und Sauerampfer in den Salat. Der Garten von Familie von Borries ist eine einzige Salatplatte. Den schnell nachwachsenden Pflücksalat erntet Sabine fast täglich. Der bunte Sommersalat passt prima zu dem Kartoffel-Apfelgratin, das Resi gerade in der Küche als Beilage zu den Bratwürsten vorbereitet. Für das Kartoffel-Apfelgratin nimmt Resi die ersten Frühkartoffeln. Man schält erst die Kartoffeln und schneidet sie dann so in kleine Scheiben. Und dann schält man einen Apfel, meinetwegen einen herzhaften Bosco oder so. Und dann wird der dazu geschnitten. Also ein Drittel Äpfel, zwei Drittel Kartoffeln. Und dann kommt Sahne darüber mit Salz. Wir haben hier so Blütensalz mit diesen schönen Kräutern. Das ist natürlich auch selbst gemacht mit getrockneten Hornfeilchen. Dann kommt Muskatnuss dazu und auch Knoblauch. Und das wird verrührt und das kommt hier drüber und dann kommt das in den Ofen. Und dann muss es bei 180 Grad, also vielleicht eine Stunde. Man muss mal probieren, ob es dann gar ist oder nicht. Vielleicht 5 Minuten noch warten oder 10 Minuten und dann ist es fertig. So, dann mache ich den Bratofen auf und dann kommt das da jetzt rein. Passend zum Salat rührt Sabine ein Wildkräuterdressing an. Aus einem Esslöffel Zuckerrübensirup, weißem Balsamico-Essig und Olivenöl. Gänseblümchen, Hornfeilchen, Girsch und Sauerampfer hackt sie für die Salatsauce klein und hebt noch ein paar Blüten für die Dekoration auf. Das bereitet sehr viel Freude, zu experimentieren und einfach Rezepte auszuprobieren und auch vielleicht mal neue Wege zu beschreiten. Und das Schöne bei den Hornfeilchen ist, auch Stiefmütterchen kann man ja essen. Die gibt es in so schönen Farben. Das machen wir da in der Mitte. Und unser Garten, da wimmelt es von Hornfeilchen und Gänseblümchen. Ich habe die Hornfeilchen sogar in meinem Rasen. Nach einer Stunde bei 180 Grad ist das Gratin goldbraun und die Kartoffeln und Äpfel sind gut durchgegart. Zusammen mit dem bunten Sommersalat eine leckere Beilage zu den deftigen Bratwürstchen. So, die Würstchen sind soweit. Dann kann es jetzt losgehen.
Resi, darf ich Ihnen von dem Gratin geben? Ja, gerne. Ah, sieht das gut aus. Guten Morgen. Einfach. Danke. Party? Ja, gerne. Damit du groß und stark bist. Dann probieren wir mal die Burg. Wunderbar. Das hätte man hier früher geben müssen. Schmeckt sehr gut. Und das Gratin, ich finde diese Kombination, erinnert mich immer an Himmel und Erde. Mhm, genau. Aber das finde ich einfach, so ist es wunderbar. Ist feiner. Mhm. Mhm. Das habe ich noch nie so gesehen, so als Mischung. Mhm. Äpfel und Kartoffeln. Mhm. Nee, ich auch nicht. Wir sind im Nordosten Niedersachsens, in der Nähe von Bremen. Das ist die Wörpe und die fließt durch das Städtchen Lilienthal. Hier lebt Manuela Asten-Oetting mit Hündin Einja. Im Wohnzimmer der gelernten Kindergärtnerin entstehen Blumenkinder. Die Grundausstattung für die kleinen Blumenkinder besteht aus reiner pflanzengefärbter Schafwolle, einer Schlauchbinde aus der Apotheke, mehreren Pfeifenputzern und Filznadeln in verschiedenen Stärken und Größen. Ich mache einfach gerne Handarbeiten und ich finde es schön, wenn man was Neues entstehen lassen kann, aus, zum Beispiel aus dem Material Wolle. Und ja, als meine Kinder geboren wurden oder als sie dann schon ein bisschen größer waren, habe ich damit angefangen. In den vergangenen 15 Jahren sind Manuela Asten-Oetting die Blumenkinder richtig ans Herz gewachsen. Heute macht sie für uns, passend zur Saison, ein Erdbeermädchen. Angefangen wird immer mit dem Kopf. Dazu näht sie einen kleinen Schlauchverband an einem Ende zu und stopft ihn dann mit reiner Schafwolle, bis eine feste Kugel entsteht. Als nächstes ist der Körper des Erdbeermädchens dran. Also es sind Pfeifenputzer, die habe ich jetzt zusammengedreht, das, um den ein bisschen zu verlängern, weil das Mädchen wird, was ein bisschen längere Beine braucht. Und das ist einer, die biege ich dann also in der Mitte, halbiere ich die und stecke das jetzt hier durch. Das wären dann die Arme. Drehe ich das einfach mal, so. Das sind dann die Beine und das werden die Arme, genau. Und da wird jetzt der Kopf draufgesetzt. Am einen Ende des Pfeifenreiniger-Torsos werden jetzt die Füße auf die passende Größe zurechtgeschnitten. Mit etwas angewärmtem Bienenwachs modelliert Puppenmama Manuela die kleinen Schüchen. Nach einer knappen halben Stunde hat das künftige Erdbeermädchen bereits einen sicheren Stand. Ja, jetzt ziehe ich meiner Puppe Unterwäsche an. Mit Schafswolle bekommt ihr jetzt schöne, warme, wollweiche Unterwäsche. Ich arbeite lieber mit Naturmaterialien, weil sich das angenehmer oder die einfach angenehmer zu verarbeiten ist, als jetzt irgendein synthetisches Material. Und ja, die Farben sind einfach auch leuchtender, weil es pflanzengefärbte Farben sind. Wichtig dabei, die Wolle muss immer fest in eine Richtung gewickelt werden. Vorarbeit für das eigentliche Filzen. Jetzt kommt zum ersten Mal die Filznadel ins Spiel. Und die gewickelte Wolle, wenn die sich so ein bisschen löst, dann kann ich die damit fixieren. Die Filznadel hat Widerhaken und wenn ich jetzt hier reinpiekse, dann verhaken sich die Wollfasern, ja, und verfilzen.
Mit derselben Wickeltechnik modelliert Manuela Astenötting jetzt ihrem Blumenkind Hose und Oberteil an den Leib. Und zum Schluss das Kleid. Aus knallroter Fließwolle, passend für die Familie der Erdbeerkinder. Und immer wieder filzen. Wenn sie das Kleid fester modellieren möchte, greift die Kunsthandwerkerin auch gerne zur zweiten, dickeren Filznadel. Damit kann sie stärker und vor allem schneller die Wolle verfilzen. An den Puppenkopf werden jetzt Haare aus brauner Strangwolle genäht. Nach gut 5 Stunden und vielen, vielen Nadelstichen ist das Erdbeerkind fast fertig. Fehlt nur noch das Gesichtchen. Ja, das Gesicht ist das Wichtigste, weil dadurch wird ihr einfach ein Stück Leben eingehaucht. Nicht ganz einfach nachzumachen, aber Übung macht den Puppenmeister. Das Material, Wolle und Filznadeln, gibt's im Bastelbedarf. Und mit viel Liebe zum Detail kann so eine kunterbunte Erdbeerfamilie entstehen. Die Anleitung lesen Sie bitte im Internet und Videotext. Im Landkreis Ammerland, westlich von Oldenburg, liegt die Gemeinde Bad Zwischenahnofen. Das Zuhause von Familie Köster. Rund um das 200 Jahre alte Haus haben sich die Kösters ein wahres Gartenparadies erschaffen. Die Jüngste der Familie, Insa Köster, und ihre Mutter Christiane haben es heute auf den Rhabarber abgesehen. Christiane möchte Rhabarbersirup kochen, perfekt für sommerlich frische Getränke. Also, ich zeige dir mal erst, wie man den abpflückt. Wir nehmen am besten die dicken Stangen. Man muss den nicht abschneiden, sondern man kann den so abdrehen. Ich zeige dir das mal einmal. Vorsichtig und dann mit Druck drehen. Super, dann mache ich das jetzt mal. Du kannst es auch, wenn du so eine dicke findest, eine dicke Stange. Ich sehe eine. Wo denn? Die hier. Ja, die ist doch super. Genau, die ist toll. So, und jetzt drehen und dann mit Druck ziehen. Ja, toll. Super, und du hast dicken Stangen, das ist prima. Findest du noch eine dicke? Nee, die ist, glaube ich, auch dick, oder? Geht die? Die. Ja, ne? Müsste gehen. Ja, die ist nur etwas dicker, sogar noch ein bisschen schwerer als die beiden anderen. Christiane nimmt am liebsten die dicken roten Stangen, weil die etwas süßer sind als die grünen. Die sind viel zu riesig für den Korb. Ich glaube, ich nehme die mal. Dann nehme ich die so. Ja, willst du die nehmen? Mhm. Ich glaube, das reicht auch schon. Ja. Okay, jetzt muss man hier nur wieder durchkommen. Ich komme da gut durch. Ich muss nur jetzt bleibe ich hier auch noch hängen. Nein, da kannst du mich mal eben hier losmachen. Mach mal eben. Ich bin jetzt mit der. Kommst du ran? Ja, hier. Super, danke. Die Blätter werden abgeschnitten. Sie sind giftig, im Gegensatz zur heilkräftigen Wurzel und den nahrhaften Stangen. Rhabarber kam erst 1848 nach Deutschland und wurde zuerst in Hamburg angebaut. Bis zum 24. Juni kann man den Rhabarber auch ernten, genau wie Spargel bis Johanni. Und dann muss die Pflanze sich erholen fürs nächste Jahr. Danach macht der immer weiter ansteigende Säuregehalt den Rhabarber ungenießbar. Man sieht hier auch, dass wir rote und grüne, also roten und grünen Rhabarber hier haben. Und die roten sind viel süßer als die grünen Stangen. Süß kann man natürlich nicht unbedingt sagen bei Rhabarber. Der ist natürlich immer ein bisschen sauer, aber doch etwas süßer schon als die grünen, weil der grüne ist schon sehr sauer. Der grüne ist aber ertragreicher als der rote und deshalb auf dem Markt preiswerter zu bekommen. So, dann das Wasser dazu. So. Dann brauche ich noch die Zitronen.
Der Rhabarber enthält Oxalsäure und die Zitrone neutralisiert das zusätzlich noch. Deswegen ist es auch besser, wenn man Rhabarber eben gekocht ist und nicht unbedingt roh. Also es ist auch nicht schlimm, wenn es roh ist, aber man muss ja nicht massenhaft davon essen. Also, das ist ja nicht so gesund. Und jetzt sind auch noch ein paar Kerne reingekommen, aber das ist auch nicht schlimm. Es kommt sowieso gleich durch Sieb. Nun köchelt der Rhabarber vor sich hin, bis er weich ist und in feine Fasern zerfällt. Christiane gibt noch ein halbes Bund Zitronenmelisse hinzu. So schmeckt der Sirup noch besser. Jetzt muss er noch 3 Minuten ungefähr kochen und dann kann ich den Rhabarber durch Sieb gießen. So. Rhabarber enthält die Vitamine A, B1, B2, C, Niacin und viele wertvolle Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Eisen. Zudem ist er sehr kalorienarm. Aber gegen den sauren Geschmack hilft nur viel, viel Zucker. Für einen guten Sirup nimmt man am besten die gleiche Menge wie Rhabarber. Ich habe jetzt hier Rohrohrzucker. Der macht die ganze Farbe noch etwas kräftiger. Rohrohrzucker wird aus Zuckerrohr gewonnen. Der in Mitteleuropa hergestellte Haushaltszucker entsteht üblicherweise aus Zuckerrüben. Schmeckt schon gut. Ist natürlich jetzt wesentlich süßer als vorher. Aber man mischt es dann ja auch mit Wasser oder Erwachsene eben mit Sekt. Und das ist dann ein hervorragendes Sommergetränk. Schmeckt ganz toll. Das Rezept für den Rhabarbersirup können Sie im Internet und Videotext nachlesen. Jürgen Köster, sein Sohn Georg und Enkelin Insa haben sich hier auf der Veranda zum Basteln getroffen. Aus einer alten Schublade und einem alten Bilderrahmen sollen heute ungewöhnliche Tabletts entstehen. Ich schätze jetzt erstmal. Ich glaube ungefähr da. Genau, du hast es schon richtig erkannt. Genauso kommen die ran. Genau, und weil uns Schätzen aber nicht genau genug ist, werden wir das jetzt auch mal messen. Da können ja minimale Unterschiede sein. Vielleicht ein Zentimeter oder ein Millimeter. Zuerst die Stellen markieren, an denen die Griffe später montiert werden. Ihr seid da zu zweit. Ja, wir machen das hier. Ich bin hier ganz alleine. Der nächste Schritt beim Bilderrahmen-Tablett, die Griffe anschrauben. Klasse, Insa. Ja, dann kannst du am besten noch weiter hier rumkommen und dann kannst du den Schraubenzieher da gerade ansetzen. Hast du gleich geschafft. Toll ist das mit der Schraube, das ist, du bist eine richtige Handwerkerin. Jürgen Köster hat eine Idee für seine Griffe. Dazu braucht er einen dicken Bohrer. Meins. Insgesamt 4 Löcher werden auf jeder Seite dicht aneinander gebohrt. So kann man das Tablett gut mit den Händen greifen und halten. Insa schneidet buntes Schrankpapier zu, das den Boden ihres Tabletts verschönern soll. Es wird unter die Glasscheibe des alten Bilderrahmens gelegt. Jetzt das Bild darüber. Genau richtig. So. Die können wir sogar wieder reinlegen. Jürgen Köster schleift inzwischen seine Grifflöcher sauber. Wir können einmal hier noch durchgucken schon. Dann sehen wir, wie es nachher aussehen wird. Wow, toll. Ich glaube, das wird ganz schön. Nur die Holzplatte, die brauche ich jetzt. Das ist prima. Toll. Das alte Sandpapier für die alte Schublade. Ja. Das ist prima. Die Holzplatte verstärkt den Boden des Bilderrahmen-Tabletts. Jürgen Köster kann bei seinem neuen Tablett mit dem Streichen beginnen.
Er beizt das Holz mit farbigem Öl, das schnell aufgesogen wird und der alten Lade einen schönen Farbton gibt. Ich finde, das sieht ganz rustikal aus. Ich finde, das gar nicht. Rustikal? Ja, finde ich. Finde ich wirklich ganz gut. Hm? Findest du das gut, das Tablett? Würdest du das benutzen? Ja. Das Schubladentablett wird nun noch mit Filzstreifen ausgelegt. Die sehen nicht nur schön aus, sondern geben dem Geschirr später einen guten Halt. So schnell sind zwei neue Tabletts fertig. Die Anleitung dazu können Sie im Internet und Videotext nachlesen. Der Garten der Familie Köster ist eine wahre Pracht. Einige der Pflanzen sind hier über 100 Jahre alt. Großmutter Insea Köster liebt Rhododendren und pflanzt immer wieder neue nach. Die unterschiedlichen Arten, die verschiedenen Farben faszinieren sie. Es ist Freude. Ich sage immer, es ist keine Arbeit im Garten. Ich sage, es ist Freude. Alle Leute sagen, kommen immer rein und sagen, oh, es ist aber wahnsinnig viel Arbeit. Sie sehen nur die Arbeit. Rhododendren gelten als robust. Dennoch sind beim Pflanzen wichtige Regeln zu beachten. Sie wurzeln eben überall nur flach. Und man soll sie nicht zu tief anpflanzen. Loch habe ich auch nur so 40, 50 cm gemacht. Das machen viele Gärtner nicht. Die buddeln sie dann zu tief ein. Und dann geht der Flachwurzler ein. Ursprünglich kommt der Rhododendron aus dem Himalaya. Dort gibt es Arten, die sogar baumgroß werden können. Bevor ich ihn eingepflanzt habe, gestern Abend, habe ich ihn in den Wassereimer gestellt, damit er sich richtig voll Wasser saugen kann. So, man muss irgendwie das Klima, was sie im Himalaya haben, man muss das irgendwie nachempfinden, damit die Rhodos auch sich gemütlich fühlen und wachsen. Familie Köster lebt da, wo sich die Rhodos am gemütlichsten fühlen. Im Zentrum von Deutschlands Rhododendronzucht, dem Ammerland. Es gibt unzählige Arten von ihnen in den verschiedensten Größen und Farben. Aber bei aller Pracht, sie sind giftig. Darum bei der Arbeit mit ihnen am besten Handschuhe tragen. Insea Köster beschneidet einen alten Strauch in der Hoffnung, ihn noch lange erhalten zu können. Mein Urgroßvater soll also auch einen wunderbaren Garten gehabt haben. Und er war also ganz fasziniert, immer in seinen Garten gegangen, je älter er wurde. Und hat also Pflanzen gesammelt und manchmal hat er auch irgendwo Pflanzen gesehen, die er nicht kaufen konnte und ist dann nachts irgendwie über den Zaun gestiegen bei fremden Leuten und hat dann einen kleinen Ableger genommen. Seltener blauer Mohn, tränende Herzen und Trollblumen schmücken den Garten der Kösters, der mal ganz akkurat und mal ganz verwildert angelegt ist. Eine echte Augenweide eben. Das Haus der Kösters ist ein niedersächsisches Hallenhaus. Es bietet viel Platz für Inseas zweites Hobby. Dieser Raum ist unser Eingangsbereich. Das ist der größte Raum im Haus. Das Schöne ist, dass ich hier sehr viel Platz für meine Fliesensammlung habe und sich der Raum hier öffnet, wir einen größeren Platz haben und den schönen Tisch, den wir ausziehen können für 22 Leute. Mehr als 2000 Fliesen zählt ihre Sammlung. Das traditionelle Fliesenmacherhandwerk wird heute noch 100 Kilometer westlich von hier in Ostfriesland gepflegt. Vor Jahrhunderten brachten Händler Fliesen aus Holland nach Norddeutschland. Platten aus gebranntem Ton, handbemalt, die ganze Geschichten erzählen, von Sagen und historischen Begebenheiten berichten. Besonders begehrt damals diese Delfter Blauen. Fliesen waren ein begehrter Wandschmuck, denn jede einzelne ist ein Unikat. Im Leben von Gudrun und Rolf Greven aus dem ostfriesischen Lockhart bei Emden dreht sich alles rund um Fliesen. Wie sie arbeitet in Norddeutschland niemand mehr. In ihrer kleinen Manufaktur stellen sie Fliesen nach alten Vorlagen her.
wie vor über 300 Jahren. Fliesen sind meine Leidenschaft und ich finde sie einfach schön. Und ich bin mittlerweile seit 30 Jahren dabei und ich habe jeden Tag wieder Freude dran. Und mein Mann, glaube ich, ist mittlerweile auch so infiziert wie ich. Ja, und immer noch nicht geheilt, immer noch mit Begeisterung dabei. Es ist ein faszinierendes Thema. Ton. Das ist das Ausgangsmaterial, damals wie heute. Rolf Greven folgt dabei den Arbeitsschritten, die auch früher schon üblich waren. In einer Form wird der Tonrohling zunächst eingewalzt. Erst nach einer Trockenzeit von rund 30 Stunden werden die Platten durch Walken und Walzen verdichtet und in einer Form auf Maß gebracht. Wenn sie dann ihre spätere Größe erhalten haben, sind sie etwa so grifffest wie ein reifer holländischer Gouda. Nach einer weiteren Trocknung von 4 Wochen an der Luft folgt dann der erste entscheidende Schritt zur Fliese. Die luftgetrockneten Fliesen, die werden jetzt zum ersten Mal gebrannt. Das ist der sogenannte Sprühbrand. Dauert so etwa 5 Tage. Und nach diesem Brand können die Fliesen glasiert werden, bemalt werden und kriegen danach ihren zweiten, den abschließenden Glasurbrand. Nach dem ersten Brennen ist die Fliese hart. Ihre weiße Oberfläche entsteht durch das Bestreichen mit einer Glasur. Wenn sie getrocknet und pudrig ist, lassen sich die Umrisse des Motivs mit einem Stift durchpausen. Und dann wird mit feinem Pinsel gemalt oder besser nachgezeichnet. Mit großer Sorgfalt geht Gudrun Greven an die Arbeit. Anders als seine Frau arbeitet Rolf Greven mit Holzkohle, um das Motiv auf die Fliese zu bringen. Eine historische Ansicht von Jüst. Seine Frau stammt von der Insel. Früher wurden Fliesen nicht nur von Künstlern bemalt. Das waren Leute aus der Landwirtschaft. Während der Winterzeit versuchte man sich ein Zubrot zu verdienen. Die gingen dann in die Fliesenmanufakturen und bemalten dort einzelne Fliesen. Die Begabteren machten Fliesenbilder. Die weniger Begabten hatten dann teilweise so naive Ergebnisse auf der Fliese, die aber durchaus Charme hat. Zwischen 1650 und 1900 wurde die holländische Fliese in weiten Teilen Norddeutschlands immer beliebter. Die Tonplatten waren abwaschbar und sie schützten die winddurchlässigen Mauern der Häuser vor Zugluft. Die einzelnen Punkte der Hilfslinien aus Holzkohle sind nach dem zweiten Brand nicht mehr zu sehen. Das traditionelle Kobaltoxid, mit dem Rolf Greven malt, wird erst nach dem Brennen den bekannten strahlenden Blauton haben. Die Farben von Gudrun Grevens Stiefmütterchen und den anderen Blüten, Halmen und Gräsern sind dagegen schon vor dem Brand deutlich zu erkennen. Jetzt muss jeder Pinselstrich sitzen, Fehler sind nicht mehr zu korrigieren. Doch so eindrucksvoll ihre Fliese auch nach dem Malen aussieht, der besondere Glanz entsteht erst beim zweiten, dem sogenannten Glasurbrand. Es ist deshalb immer wieder ein besonderer Moment, frisch gebrannte Fliesen zu begutachten. So, hier ist die erste Kassette und da müsste schön eigentlich auch deine Was blüht auf Houston. Mein Stiefmütterchen. Das ist also immer wieder aufregend und immer wieder schön und das ist jedes Mal wieder wie eine Geburt, würde ich sagen. Ja, es ist was Besonderes, wenn die eigene Handschrift, wenn sie gelungen ist. Und jede Fliese ist dadurch ja ein Unikat, was richtig Schönes, was Einzigartiges. Richtig. Einzigartige alte Kunst auf neuen Fliesen. Schön, dass die Grevens dieses Handwerk bewahren. Wir sind wieder zurück in Bad Zwischenahnofen, westlich von Oldenburg, im Ammerland. Jürgen Köster möchte seinen Enkeln Insa und Thilo das Angeln beibringen.
Vor 25 Jahren begann Jürgen Köster mit einer eigenen Forellenzucht. Natürlich will er auch die Enkel für seine Fische begeistern. So, und jetzt noch ein bisschen Schnur. So, stopp es. Jetzt haken wir den da ein. Warum machen wir das? Damit der Angelhaken nicht irgendwie in mein Ohr kommt. Immer noch mein Ohr. Jetzt gehst du einfach mit der Hand jetzt zurück. So, einfach versuchen. Habe ich alles noch hier. Wir haben das ja gesehen, das tut sich alles noch ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, die finden Spaß dran und wir werden das öfter machen. Und nochmal probieren. Ja, das ist doch super. Na, da liegt er doch. Geschafft. Und Opas Ohr ist auch noch da, wo es hingehört. Jetzt machen wir Insa mal. Unten anfassen, hochziehen. Siehst du, wo soll der hin? Ins Wasser. Ins Wasser. Nicht so viel Schwung nehmen. So reicht. Und jetzt und weg. Und loslassen. Ist doch super. Super. Dafür kann es eigentlich nur eine Medaille geben. Wir haben ja ganz anders geangelt. Also das muss ich sagen. Wir haben uns einen Weidenstock geholt und haben also Mutter Negern geklaut und haben also eine Stecknadel krumm gebogen. Mit dieser Stecknadel haben wir bei uns hinterm Haus haben wir ein Gewässer, eine alte Graft. Da waren natürlich Karauschen drin. Und dann haben wir bei Sonnenlicht die Karauschen gesehen und haben also den Haken sozusagen mit einem Wurm direkt vors Maul gelegt. Wenn es hochkommt, haben wir also zwei Karauschen in 5 Jahren geangelt. Das war also nicht berühmt, aber das waren so die ersten Berührungspunkte natürlich mit Fisch. So richtig in Beißlaune scheinen die Forellen heute auch nicht zu sein. Angeln heißt zuallererst Geduld haben. Doch Jürgen Köster und seine Enkel werden dafür mit einem besonderen Fisch belohnt. Tilo, schnell, 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 dann Stück Holz. Zappel hier. Ja. Eine Goldforelle ist im Netz. Wir fischen ja nur diese Fische. Ja. Ja. Ja, sollen wir den Haken mal losmachen, ne? Toll. Toller Fisch. Ich will auch gerne mal einen Fisch fangen. Nächste Woche gehen wir wieder an. Erst nächste Woche? Ja. Die Köster-Enkel haben also Gefallen am Angeln gefunden. Das freut den Großvater. Er selbst ist am liebsten draußen in der Natur, die jetzt im Juni in voller Blüte steht. Auf dem Kösterhof ist nach dem Angeln jetzt Grillen angesagt. Kannst du hierher kommen? Vielleicht musst du mir auch noch irgendwie was helfen. Das ist besser. Und dann machen wir also ein bisschen hier auch oben. Oh, so. Das ist ja na? Etwas viel Salz. Ja, viel ist das nicht. Salz tut. Es ist doch nur Salz ein Salz ist nie zu viel. Säubern, säuern, salzen, pfeffern. Das ist die Grundregel für jeden Fisch. Dann kommen noch Dill, Petersilie und Zitrone dazu. Zuletzt wird der Fisch in Alufolie eingeschlagen. Oh, und wann kommt der endlich auf den Grill? Wenn wir die alle fertig vorbereitet haben. Ach so, nicht das. Sonst ist deine schon ganz weich. Guck mal, die frisst hier unsere Petersilie noch auf. Das geht ja eigentlich das nicht. Das geht doch nicht. Nein. Die lebt doch nicht. Tilo, jetzt du Gold oder Regenbogen? Die Regenbogen, die silberne. Tilo will seine Regenbogenforelle selbst vorbereiten, nach Opas Rezept. Bis auf die Farbe unterscheiden sich die beiden Forellen übrigens nicht. Die goldene ist aus der Regenbogenforelle entstanden, indem man sie immer wieder mit den seltenen Albinos gekreuzt hat. Im Laufe der Zeit bekamen die Forellen so mehr und mehr eine goldene Farbe. Also ich finde, dass die Goldforellen viel schöner aussehen ja? als die Regenbogenforellen. Dann wollen wir gleich mal probieren, ob sie besser schmecken. Mhm. Was meinst du? Könnte sein. Ja. Könnte aber vielleicht auch nicht sein.
Wow. Die muss. Ja. Sie ist wohl ein bisschen mehr Alufolie nehmen können. Statt auf dem Grill kann man die Forelle so auch im Backofen zubereiten. Also dieses hier ist die Art, die wirklich praktisch einfach ist. Die Zutaten hat man im Garten, eine Zitrone kommt aus dem nächsten Laden und das geht eben schnell. Das meiste, längste Zeit dauert das Anmachen vom Feuer. So, und wenn es denn da drauf liegt, dann wartet man eine Viertelstunde, dann hat man sie schon fertig, eigentlich essbereit. Und jetzt kommt der Probebiss. Wahnsinn. Einfach super. Vom Kopf bis zum Schwanz. Einmalig. Bleibt noch die Frage, welche Forelle schmeckt besser? Dann können wir den Unterschied vergleichen. Ich glaube trotzdem, dass deine anders schmeckt. Und? Ich finde, Thilo schmeckt noch ein bisschen saftiger. Ach. Und ist ein bisschen besser zu beißen. Mhm. Großvater Jürgen muss schmunzeln. Geschmack ist eben Geschmackssache. Nach dem Forellenschmaus geht es aufs Spargelfeld. Jürgen Köster ist seit 25 Jahren Spargelbauer und steckt mitten in der Erntesaison. Das nennt man Zwischenmahlzeit. Die Spargeldämme deckt man heutzutage mit Folie ab. Sie schützt vor Sonne oder speichert bei Bedarf Wärme. Der Spargel muss so tief wie möglich gestochen werden. Danach wird das Erdloch wieder zugeschoben und die Erdoberfläche glatt gestrichen. Jürgen Köster freut sich über jede gut gewachsene Spargelstange. Denn das Wetter in diesem Jahr hat er mit Sorge beobachtet. Der ist sehr schön. Und der ist auch sehr schön. Das sind so unsere schönsten, die wir eigentlich ernten wollen. Wenn wir also davon 100% hätten, würden wir sehr reich werden. Leider ist das nicht so. In diesem Jahr ist also Kälte, Wärme und. Und das produziert Hohle. Und Hohle, es sind einfach zum Wegwerfen. Neben dem weißen, auch Bleichspargel genannt, baut Jürgen Köster grünen Spargel an. Überraschenderweise nutzt er für beide die gleiche Sorte. Die wird einmal grün und einmal weiß. Aber warum? Der Grünspargel ist bei uns hier die gleiche Pflanze wie der Bleichspargel. Der Unterschied ist nur, wir lassen ihn durch den Damm durchwachsen. Der Grünspargel wird zunächst, wenn er aus der Erde rauskommt, violettköpfig. Und das Violette geht dann später in Grün über. Die Nährstoffe sind durch den Eintrag von Licht intensiver. Wir haben also den Vorteil, dass er einfach mehr spargelt. Die Deutschen lieben ihren weißen Spargel. Die Franzosen mögen violette Köpfe. Und die Amerikaner essen am liebsten den grünen. Jeder kann Spargel anbauen. Er besorgt sich eine Pflanze, das heißt eben nicht aus Samen gezogen. Wir kaufen uns eine fertige Pflanze und setzen die fachgerecht in den Boden. Kann jede Hausfrau auch, 20 cm tief. Sie sollte vorher den Boden tief umgraben, so tief wie sie kann. Spargel setzen wir 20 cm tief, einen Reihenabstand von mindestens, sagen wir mal, ich spreche immer noch von der Hausfrau, 1,50 m, aber innerhalb einer Reihe 30 cm auseinander. Eine Spargelpflanze trägt zwischen 5 und 15 Stangen pro Saison. 5 bis 10 Jahre lang kann geerntet werden.
Der eigene Spargel ist immer der beste. Das würde ich also auch von meinem sagen. Es ist eine Einbildung, wenn ich sage, ich würde es rausschmecken. Aber mit einem guten und appetitlichen Bewusstsein würde ich meinen am liebsten essen. Da spricht der wahre Spargelbauer. Doch Spargel kann man nicht nur essen. Im 90 Kilometer entfernten Bruchmühlen dient er als Grundlage für etwas ganz Ungewöhnliches. Es klappert die Wassermühle von Bruchmühlen im Landkreis Diepholz. Bis Mitte der 90er wurden hier täglich 3 Tonnen Getreide gemahlen. Dann war Schluss mit dem Mahlbetrieb. Doch still steht die Mühle mittlerweile nicht mehr. Für sie fand sich eine neue Aufgabe. Gisela Grosse-Fri ist Papiermacherin. Aus Rohstoffen wie zum Beispiel Stroh und Raps stellt sie handgeschöpfte Papiere her. Aber auch aus Spargelschalen lässt sich Papier machen. Dazu kocht sie die Schalen mit haushaltsüblichem Soda auf. Das sorgt dafür, dass sich der reine Zellstoff von den anderen Bestandteilen des Spargels löst. Genau diese reinen Spargelfasern werden für das handgeschöpfte Papier benötigt. Nach dem Kochen muss dem Spargelbrei das Soda durch Spülen mit frischem Wasser wieder entzogen werden. Die gewaschenen Fasern kommen dann in den sogenannten Holländer. Eine alte Maschine, erfunden schon im 19. Jahrhundert, die die Fasern häckselt und mahlt. Weil dieser Holländer die Eigenschaft hat, dass er 2 Mahlwerke hat. Und die beiden Mahlwerke gegeneinander arbeiten, die Messerwerke. Und dadurch wird der Rohstoff zermahlen und nicht einfach nur klein gehauen. Weil für gutes, festes Papier braucht man auch lange Fasern. Der Holländer spuckt einen dickflüssigen Spargelfaserbrei aus. Papiermacher nennen das die Pulpe. Das überschüssige Wasser der Pulpe wringt Gisela in einem grobmaschigen Leinentuch aus. Viele Leute fragen mich auch, ob ich nicht lieber mit Handschuhen arbeiten möchte, aber das geht überhaupt nicht. Man muss das Papier haptisch fühlen können, erfassen können. Nur dann kann man meiner Meinung nach richtig gute Papiere herstellen. Also die Verbindung von der Haut zum Papier muss auf jeden Fall gegeben sein. Die gemahlenen Spargelfasern kommen anschließend in einen Holzbottich mit dem Schöpfwasser. Mehr Bestandteile braucht man nicht für Papier, nur Pulpe. Viel, viel Wasser und ebenso viel Erfahrung. Also ganz wichtig ist, dass das Verhältnis von Wasser zur Papierpulpe stimmt. Das ist nämlich der typische Anfängerfehler, dass man zu viel Pulpe hereingibt, weil man denkt, wenn man hier sich das in der Hand ansieht, es ist viel zu wenig Faserbrei drin und deswegen muss man noch mehr nachgeben. Aber wenn das Papier nachher geschöpft ist, bekommt man eine dicke Pappe und kein schönes Schreibpapier. Jetzt beginnt das eigentliche Papierschöpfen mit einem klassischen Schöpfsieb. So, nach dem Prüfen hat dann zur damaligen Zeit der Schöpfgeselle das Schöpfsieb in die Hand genommen und ist mit dem Schöpfsieb durch die Papierpulpe gegangen und hat das Papier geschöpft. Das überschüssige Wasser fließt jetzt ab. Dabei muss man sehr sorgfältig arbeiten und das Sieb gerade halten, damit sich die Papierfasern gleichmäßig auf dem Sieb absetzen. Dann kann man den Deckel abnehmen und das überschüssige Wasser noch weiter ablaufen lassen. Danach hat der Schöpfgeselle damals dem Gautschgesellen das Sieb übergeben und der Gautschgeselle hat das Sieb, das Papier abgegautscht, indem er es auf die vorbereitete Unterlage übertragen hat, damit das Sieb wieder frei ist, damit man ein neues Papier schöpfen kann. Der Gautschgeselle war für das Pressen und Trockenlegen des Papiers zuständig. Zwischen Filztüchern und Leinen kommt das nasse Spargelpapier nun unter eine alte Spindelpresse und kriegt dann ordentlich Druck. Dabei verliert es jede Menge Wasser.
Den letzten Rest an Feuchtigkeit übernimmt dann die Sonne. Zusammen mit den Leinentüchern, die das feuchte Papier tragen, hängt Gisela Grosse-Frie ihre handgeschöpften Papiere im Freien auf. Und schon jetzt erkennt man die besondere Struktur der Papierbögen, die zu 100% aus Spargelfasern bestehen. Mein Lieblingspapier ist ganz klar der Spargel. Es ist ein wunderschönes Papier, es hat einen zarten Beige-Ton und ist ganz filigran. Und wenn es getrocknet ist, dann kann man so richtig schön die kleinen Spargelfädchen als Silberfädchen glitzern sehen in der Sonne. Zum Schluss wird das Papier vom Leinen gelöst und jedes einzelne Blatt vorsichtig glatt gebügelt. Satinieren nennt der Papiermacher das. Ein ganzer Tag vergeht, ehe die Papierschöpferin Gisela Grosse-Frie das fertige Papier in den Händen hält. Wir kehren noch einmal zurück ins Ammerland zu den Kösters. Die Spargelfamilie steckt mitten in der Erntesaison. In dieser Zeit steht Spargel täglich auf dem Speiseplan. Heute soll es dazu Rühreier geben und die Eier kommen natürlich aus dem eigenen Stall. Auf dem Hof der Kösters leben ganz besondere Hühner. Put, 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 put. Put, 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 put. Komm her, Hühnlein, komm her, put, 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 put. Put, put. Fein. Die dunklen Hennen sind Araukaner-Hühner. Und ihre Eier sind echte Hingucker. Die genügsamen Araukaner sind eine uralte Rasse aus Südamerika. Anfang des vorigen Jahrhunderts kamen sie nach Europa. Ihre Legeleistung ist im Vergleich zum heimischen Haushuhn bescheiden, aber farblich sehr besonders. Die Eier sind grün. Das ist das Araukanerhuhn, was diese Eier legt. Das legt allerdings wenig Eier. Eigentlich sieht es sehr schön aus, wenn man braune hat, wenn man weiße hat und grüne, wenn es so ein Gemisch ist. Das sieht dann viel, viel schöner aus. Geschmacklich gibt es kaum Unterschiede zwischen grünen, braunen und weißen Eiern. Nur die Schale ist bei den grünen etwas dicker. Shetland-Pony Moppel mag keine Eier. Es genießt lieber das frische, knackige Weidegras, das im Juni in vollem Saft steht. Spargel, ob grün oder weiß, ist auch nicht so Moppels Ding. Jürgen Köster allerdings könnte jeden Tag in der Saison Spargel essen. Seit 25 Jahren ist ihm keine einzige Stange zu viel geworden. Insa und ihre Mutter Christiane holen im familieneigenen Hofladen noch frische Kartoffeln dazu. Spargel schält man immer von der Spitze zum Schnittende. Dabei den Kopf vorsichtig halten, damit er nicht bricht. Nach dem Schälen werden die Enden gekappt, weil sie nach dem Stich noch etwas wachsen und deshalb holzig sind. Insa Köster bindet dann die Stangen zusammen, nach alter Familientradition. Meine Mutter hat das dann auch gebündelt, damit es keinen Streit gab. Man hatte dann genau die gleiche Anzahl wie der Nachbar. Und das ist wichtig. Ich bin zwei Bindfäden oder zwei von diesen Bastschnüren rein, um noch mehr Halt zu geben. Wenn man nämlich nur einen macht, dann rutscht das manchmal raus. Das ist dann also ganz blöd. Dann schwimmen einzelne doch im Topf rum und man weiß nicht, wo die hingehören. Und bei zweien ist das sicherer. Der grüne Spargel muss nur an den Enden geschält werden. Wir
Vitamin C und sowas. Das ist alles sehr viel mehr beim grünen Spargel, weil er ja nicht unter der Erde wächst, sondern über der Erde. Und dadurch ist er gesundheitlich auch besonders förderlich. Und mir schmeckt er gut und deshalb verbinde ich dieses Gesundheitliche mit dem guten Geschmack. Spargel wirkt harntreibend, stützt den Kreislauf und er sorgt angeblich für gute Augen und schöne Haut. Die Zubereitung ist einfach. Also ich nehme etwas Salz, in etwa so einen Teelöffel voll, und tue das hinein. Und dann tue ich 2 Teelöffel Zucker in das gleiche Wasser. So. Und dann tue ich ein ordentliches Stück von der Butter da rein. Dann und so. Inseas Spargelbündel sind nicht nur praktisch beim Portionieren, sondern auch beim Kochen. Und jetzt können wir ihn so 20 Minuten lassen, so nicht zu stark kochen, etwas mehr ziehen lassen und dann wird er gut werden. Als Beilage zum Spargel gibt es bei den Kösters Rührei. Das war schwer. Ich tue jetzt Milch rein, schlag das, mach die Eier kaputt. Die sind sehr stabile Eigelbe, was man bei alten Eiern auch nicht hat. Die sind bei frisch gelegten Eiern auch ganz fest und schön, muss man dann ganz kaputt hauen. Neben Salz und Pfeffer gibt Insea noch frischen Schnittlauch ins gequirlte Ei. Nein, früher habe ich nicht gern gekocht, da war das mir sehr lästig. Aber dann habe ich das Kochen eben angefangen, genauso wie das Gärtnern. Also es ist, mit dem Alter ist das Kochen auch besser und mehr geworden. Der grüne Spargel kommt zuletzt in den Topf, weil er die kürzere Garzeit hat. Er braucht nur etwa 8 bis 10 Minuten. So schmeckt der Juni. Weißer und grüner Spargel mit Rührei aus grünen Eiern und neue Kartoffeln der Sorte Nicola. Zum Essen im Garten werden auch die neuen Tabletts eingeweiht. Und natürlich darf auch der selbstgemachte Rhabarbersaft nicht fehlen. In der Saison gibt es bei den Kösters montags Spargel, dienstags Spargel, mittwochs Spargel, die ganze Woche Spargel. Denn Spargel, das wussten schon die Römer, macht nicht nur schlank, gesund und schön, er macht glücklich. Im Spargel steckt die Aminosäure Asparagin. Und die fördert die Produktion des Glückshormons Serotonin. Keiner denkt an Amy. Ja. Amy, der große Hund. Und das ist das Glück für ihn, nicht? Das geht so schnell, da haben wir das Wort Glück noch gar nicht ausgesprochen. Ja. Da. Muss immer Spargel geben.